Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Mass Effect 2 in der Legendary Edition. Wir sind aktuell auf dem Schiff des Shadow Brokers unterwegs. Was? Oha. Ist ein bisschen stürmisch hier. Aber wir schaffen das schon. Irgendwie. Irgendwie wird das schon. Paar Komponenten eben noch bergen. Wir arbeiten uns mal vorsichtig weiter. Sehen Sie einen Schalter? Noch nicht, aber ich gehe mal gucken. Da ist was. Ah, guck mal. Das sieht gut aus. Das sieht aus, als wären wir gleich drinnen. Eieieiei. Nicht mal ein Geländer. Die Männer vom Broker patrouillieren sich ja gern auf der Hülle. Wenigstens ist der Ausblick schön. Ja, das stimmt wohl. Nicht mal ein Geländer. Alter. Sicherheit wird hier groß geschrieben. Da, diese Luke führt direkt zu den Kommunikationssignalen. Na dann rein. Heilen. Speichern. Luke öffnen. Verschlossen. Moment. Ich habe ein Schandprogramm zum Umgehen. Damit knacke ich das. Okay, wie lange dauert das? Hoffentlich nicht allzu lange. Wie lange wird das dauern? Ich weiß es nicht, Shepard. Ich bin noch nie in die Basis des Shadow Broker eingebrochen. Zumindest nicht in diese. Oh, cool. Das heißt, wir müssen jetzt hier ausharren. Sind Sie sicher, dass der Schand funktioniert? Sowas ist sogar auf Ilium illegal. Garantie war keine drauf. Aber Garantie war keine drauf. Da kommen noch mehr. Sagen Sie mir, dass Sie ihn getestet haben. Keine Zeit zum Reden. Auch keine Zeit zum Testen. Das... Oh! Wird einfach gemacht. Komm, zeig mal dein Köpfchen nochmal wieder. Dankeschön. So. Vorsicht, Biotik. Yo. Yara, es dauert bestimmt nicht mehr lange. Wissen Sie noch, früher hat man einfach auf alles Universalgel geschmiert. Dieses ja. Sicherheitsupgrade hat viele Leute unglücklich gemacht. Achtung, es kommen noch mehr. Früher hat man einfach auf alles Universalgel geschmiert, erinnert ihr euch noch? Früher war das wirklich so. Augen abdecken. Gleich mal Munition holen. Raketendrohnen, Schiffsbug. Oh oh. Noch zwei Schuss. Noch ein Schuss. Kein Schuss mehr. Ich muss mir Munition holen gehen. Ja, ich bin gleich wieder da. Oh. Aber Leute, bitte. Nein. Ja. Ihre Angriffe sind nicht organisiert. Es wäre effektiver, wenn sie alle gleichzeitig angreifen würden. Bitte ja. Geben Sie den Söldnern keine Tipps. Ich wollte gerade sagen, sei doch froh. Nicht, dass sie noch auf die Idee kommen, ne? Und immer schön in den Gehirn rein. Und da fliegt wieder einer davon. Da kommt noch einer angepackt. Oh, den habe ich nicht getroffen. Schade. Sie sind unter Kontrolle. Da muss die Munition hier irgendwo rumliegen. Die scheint größer zu sein. Man muss ihnen nur taktische Unterstützung geben. Dafür müssen wir uns drinnen um weniger kümmern. Korrekt. Träumen Sie weiter zu Sony. Oh, geil. Komm, wir nutzen mal eben wieder dieses Ding. Ist ja auch sehr hilfreich. Und tschüss. Wie die am Wegfliegen sind, Alter. Raketendrohnen. Oh, daneben geballert. Das war ärgerlich. Noch mehr Raketendrohnen. Singularität eingesetzt.
Ist gleich durch das Ding. Ist gleich durch. Wo ist denn dann noch einer? Da hängt noch einer im Kopf rum. Da, die Luke ist offen. Ja, da nix wie rein oder was? Boah, nix wie rein da. Rinnen ins Schiff. Das war ziemlich cool da draußen. Ohne Spaß. Das hat Bock gemacht. Damals hat man doch auf alles noch Medigear geklebt, geschmiert. Oh, wie schön. Das war eine schöne Mass Effect 1 Referenz. Na, gibt dem Shadowbroker jetzt der Arsch auf Grundeis? Oh, wir haben schon die Raketen rausgeholt. Ja, ja, hätte so gerne, wa? Von denen? Wie viele Wachen hat der Shadowbroker denn? Eine Menge. Er ist übel mit seinen Doppelraketenschüssen da. Kann leider seinen Kopf nicht treffen. Im Weg. Oh, oh, Entdeckung. So, weiterarbeiten. Okay. Immer schön in Deckung bleiben. So ein schiefer Gang ist immer kacke, um sich da irgendwie in Deckung zu bewegen, ne? Juckt ein bisschen. Du kriegst einfach schneller sein als die, ne? Schneller sein als dein Schatten, dann geht's schon wieder. Achtung, in Deckung hier. Ups. Vorsicht, Lenkgranaten. Hallo Leichen. Hallo Leichen. Auch nicht schlecht. Vorsicht, Biotik. So muss man die Leute auch mal begrüßen. Hallo, Leichen! Alter, Jack hat die Sprüche drauf. Du hast deinen verdammten Schädel weggepustet! Ja, das ist der Plan, ne? So, die Frage ist, was ist da unten? Die Shadowbroker Main Base hier, Alter. Hättet ihr das gedacht, dass wir den auch mal noch besuchen? Hätte ich nicht gedacht, aber cool. Ist da irgendwo Munition für mich? Da. Danke. Gut, weiter geht's. Bin ein bisschen aufgeregt, ne? Vor allem, ich bin mal gespannt, wer er ist. Wahrscheinlich ist es so ein kleiner, dicker Düdel, weißt du, so irgendwie so ein... Was ganz Unerwartetes wird das sein. Das wird so auf jeden Fall so ein Super-Nerd sein. Ich glaube nicht, dass er böse aussieht. Das wird ich so ein... Ich hab den Plan des Schiffs runtergeladen. Wir sind unterwegs zum Zellenblock. Und zu Farron. Ach ja, das war ja der Plan. Wir müssen ja Farron holen. Siehst du, den hab ich schon ganz vergessen. Ja, dann, weiter Richtung Farron, ne? Boah! Ach, stehst du da entspannt? Au, 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 au. Ne, wieder nicht schön in Deckung gehen, das ist das Problem. Die Drohne neutralisiert. Oh, und wieder nicht nachgeladen. Ich flippe aus. Au, 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 in Deckung, Mann! Scheiße, scheiße, scheiße. Erwischt! Okay, 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 okay. Oh. Ihr alle tot oder lebt ihr noch irgendjemand komisches? Okay, hier geht's erstmal noch nicht weiter. Wir schauen uns erstmal um. Jetzt scheint der Zellenblock zu sein. Medizinkit öffnen. Terminal. Dann hacken wir uns mal diese Tür rein. Okay, let's go. Wir als Profi-Hacker, gar kein Problem, ne? Zack, zack. Dann. Eben reingehackt, ne? Ihr kennt das ja. Ist er das? Das könnte er sein. Ich hoffe, es geht ihm noch gut. Oh ja, doch. Oh. Farron. Liara. Halt durch. Wir holen dich hier raus. Das sieht ja unangenehm aus. Oh Gott! Farron. Der Broker hält ihn gefangen. Es kam mir gleich zu einfach vor. Dieser Stuhl ist an das Infonetzwerk des Brokers angeschlossen. Sie müssen erst die Energie abdrehen.
Wenn sie mich jetzt rausziehen, kocht mein Gehirn. Weißt du, wo wir die Energie abschalten können? Das wird nicht einfach. Sie müssen zur Operationszentrale. Untersuchen. Ihr Gefängnis. Wozu soll dieser Käfig gut sein? Ich glaube nicht. Das ist ein neuraler Erdungsstab. Die medizinischen Geräte sollen nur dafür sorgen, dass er nicht stirbt. Wir müssen das alles hier beenden. Die Wachen. Woher hatte der Broker die Söldner? Er hat eine Privatarmee aufgestellt. Sie sind absolut loyal. Shepard, wir haben wirklich keine Zeit. Shadow Broker. Was wissen Sie über den Broker? Er hat mir das angetan. Das habe ich mir fast gedacht. Okay. Ich brauche Einzelheiten. Ich hatte gehofft, Sie wüssten, was er ist. Ich habe ihn nie deutlich gesehen. Aber er ist groß. Die Wachen haben Angst vor ihm. Ein Kroganer? Ich weiß nicht. Aber nicht jeder, der sein Büro betritt, kommt auch wieder raus. Wo ist die Operationszentrale? Sagen Sie uns, wo wir hin müssen. Die Operationszentrale ist am Ende der Halle. Sie wissen, dass der Shadow Broker auf Sie wartet, oder? Ich zähle fest darauf. Wir kommen dich holen, Farron. Ich gehe nirgendwo hin. Kannst du ja auch nicht. Sichtkontakt herstellen. Ziele markieren. Kann man hier durchschießen? Glaub nicht. Da sind sie. Okay, let's go. Wir arbeiten uns vorsichtig weiter. Danke. Ich versuche mein Bestes hier in diesen engen Gängen. Die engen Gänge, ne? Ihr wisst Bescheid. Hier ist es nicht so einfach mit, Deckung und so. Oh, oh. Mal auf, Junge. Ich glaube, wir müssen hier auch lang. Hier war die Tür vor uns zu und ich denke, jetzt ist sie offen. Ja, okay, alles klar. Okay, wir arbeiten uns vorsichtig weiter vor. Es ist so mega spannend, Mann. Ich finde das mega spannend, sich hier durch dieses Schiff durchzukämpfen. Shadow Brokers. Ist hier noch jemand? Ich glaube, der Shadow Broker hat einfach sehr viel Zuversicht, dass er mit uns fertig wird. Deswegen, die Wachen sind jetzt echt nicht so unbedingt mega doll. Weiterer Gang. Okay. Ich bin so gespannt, wer der Shadow Broker ist. Herz der Finsternis, das ist er. Das ist so ein kleiner Dicker, ich sag euch das. So ein, so mit diesen Atemgeräten. Der ist einfach fett. Nee, doch nicht. Von den Fingern her passt das, glaube ich, nicht. Was bist du? Wollen Sie den Trail? Rücksichtslos. Sogar für Sie, Commander. Reden Sie für sich selbst. Die Bombardierung auf Ilium war nicht gerade subtil. Extrem. Aber notwendig. Nein, war es nicht. Und Farrens zweijährige Haft auch nicht. Dr. Tissoni, Ihre Einmischung hat das alles verschuldet. Farron hat mich hintergangen, als er Ihnen Shepards Leiche übergab. Der Drey bezahlt ganz einfach den Preis dafür. Ihre Verbündeten sind Monster. Jemand muss Sie für Ihre Zusammenarbeit mit den Kollektoren bestrafen. Es war eine Partnerschaft zu beiderseitigem Vorteil. Ihre Ankunft passt gut. Das Angebot der Kollektoren steht noch. Sie sind am Ende. Eine Basis dieser Größe ohne Crew zu betreiben, dürfte nicht einfach werden. Sie sind alle ersetzbar. Ihre Ankunft ist lediglich eine Unterbrechung. Genug geredet. Meine Operationen sind zu wichtig, um von einem Verräter gefährdet zu werden. Für jemanden, der kein Rückzugsgebiet mehr hat, sind Sie ganz schön selbstbewusst. Sie reisen mit faszinierenden Gefährten, Doktor. Danke, dass Sie Subject Zero mitgebracht haben, Tissoni. Ihre Leiche wird fast so viel einbringen wie die von Shepard. Sie legen an niemanden mehr Hand an. Es ist sinnlos, mich herauszufordern, Asari. Ich kenne alle Ihre Geheimnisse, während Sie in Trüben fischen.
Ach ja? Sie sind ein Yak, eine Spezies ohne Raumfahrt, die auf ihrer Heimatwelt unter Quarantäne gestellt wurde, weil sie die ersten Kontaktteams des Rats massakriert hat. Diese Basis ist älter als die Entdeckung ihres Planeten. Vermutlich haben sie den ursprünglichen Shadow Broker vor 60 Jahren getötet und seinen Platz eingenommen. Ich nehme an, ein Trophäenjäger hat sie von ihrem Planeten geholt, weil er einen Sklaven wollte. Oder ein Haustier. Na, wie war das? Jetzt geht's los. Mach den Mund zu. Immer schön auf den Kopf schießen. Kann bestimmt dieses Elektro-Ding da oben noch nutzen, Alter. Was war denn das? Er ist halt mega die Wurst, der Junge. Mega die Wurst. Wenn er nicht mehrere Phasen hat, mega die Wurst. Oder mehrere Phasen, war klar. Okay, okay, okay. Wir müssen das Schutzschild deaktivieren. Der Schild ist kinetisch sensitiv. Energie und Projektile prallen ab. Und dann machen wir es auf die harte Tür. Hauen wir mal auf die Fresse. Nahkampfangriff mit F. Witzig! Wie geil ist denn das? Shepard kommt einfach hin und haut mir auf die Fresse. Geil. Jetzt geht's wieder. Das müsste sie ausbremsen. Solange er angreifbar ist. Warte. Nein, Shepard, laufen. Oh, oh, Nahkampf. Es ist ja wohl geil. Wissen Sie noch damals, wo wir auf alles Omni-Gel drauf gespielt haben? Wenn Sie ihn dazu bringen, den Schild wieder hochzufahren, habe ich eine Idee. Schaffen wir. Kein Problem. Vorsicht. Noch habe ich Munition. Jetzt, 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 jetzt. Immer auf den Kopf drauf. So. Und nochmal auf die Fresse. Den hat's, glaube ich, zerrissen, Alter. Jo, der ist weg. Alter Foko. Das war geil. Ernsthaft, das war geil. Der Dialog vorweg war geil. Der Kampf war cool. Das war geil. Hallo Broker, hier ist Agent Murat. Wir hatten einen plötzlichen Verbindungsausfall. Bitte Status bestätigen. Agentin Shora erbittet Update. Sind wir noch online? Shadow Broker, ich habe unseren Feed verloren. Wir sind online und erbitten Anweisungen. Okay. Hier ist der Shadow Broker. Die Lage ist unter Kontrolle. Wir haben eine Energiefluktuation während eines Hardware-Upgrades. Die Kommunikation wurde kurzzeitig unterbrochen. Oh, und da kommt der Hahn. Sind wir wieder online. Standardverfahren fortsetzen. Ich will innerhalb eines Solartages einen Statusbericht über alle Operationen. Shadow Broker, out. Haha, okay. Göttin der Ozeane. Du. Du. Wie? Nun, jeder, der ihn je
persönlich gesehen hat, ist tot. Also... Du, der neue Shadow Broker. Sind Sie sicher? Ist es wirklich eine gute Idee, die Rolle des Shadow Broker zu übernehmen? Andernfalls verlieren wir alles. Seine Kontakte, seine Handelspartner. Beides würde uns sehr helfen. Mit dem Informationsnetzwerk des Shadow Broker kann ich Ihnen... Ich überprüfe dann mal die Energieversorgung. Vielleicht solltest du dich erstmal hinlegen, Alter. Es ist vorbei. Es ist endlich 2 Jahre lang. Umarmen. Schon in Ordnung. Es ist 2 Jahre her. Wir haben uns verändert. Sie haben ihre Mission und... Ich habe jetzt Garrus. Oh nein, das hätten wir nicht tun sollen. Upala. Okay. Ja gut, ein Abschiedskuss ist noch okay. Okay. Okay? Okay. Wir müssen uns konzentrieren. Sehen wir uns mal unsere Optionen an. Keine Schutzmaßnahmen oder Userbeschränkungen. Als hätte er nie damit gerechnet, dass jemand außer ihm hierher kommt. Und es gehört alles uns. Was haben wir? Über welche Art von Informationen reden wir hier? Ich bin nicht sicher. Ich muss seine Dateien durchgehen. Kommen Sie später wieder, dann habe ich sicher etwas Nützliches für Sie. Ich wollte lediglich Farron retten. Aber ist es falsch, dass ein Teil von mir das hier will? Mit dem Netzwerk des Shadow Broker kann ich Ihnen helfen. Vielleicht kann ich aus diesem Unternehmen etwas Besseres machen. Ich werde Sie vermissen. Seien Sie diesmal keine Fremde. Die Gefahr besteht kaum. Bis bald. Tja, witzig. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass sie die neue Shadow Brokerin wird, aber cool. Habe ich auch schon wieder vergessen, diesen Turning Point. Aber das wird natürlich für unsere Mission sehr nützlich sein, diese ganze Information, die er hat. Der Shadow Broker hat alles an Informationen. Das war richtig, richtig, richtig geil. Also, ohne Spaß, richtig geil. Das war ein guter DLC. Ich glaube, das war ein DLC. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es war einer und ich fand den richtig gut. Also, Wahnsinn. Shepard, es ist schön, Sie zu sehen. Ich habe ein paar Terminals mit Informationen eingerichtet, die Sie bestimmt interessieren. Sehen Sie sich's mal an. Sehr gerne, aber jetzt muss ich erstmal einen kleinen gemütlichen Break machen. Ja? Willkommen zurück, Shadow Broker. Was ist das? Das ist der VI-Assistent des alten Broker. Er war beim Wiederaufbau des Netzwerks durchaus hilfreich. Sagen Sie bitte Bescheid, wenn ich sonst noch etwas für Sie organisieren kann, Shadow Broker. Außerdem hält er jeden im Raum für den Broker. Ich kümmere mich später um die Feineinstellung. Mein Handbuch steht offen, wann immer Sie Zeit haben. Alles klar. Dann mache ich jetzt aber trotzdem erstmal einen Break. Meine Lieben, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst es bei den Däumlein da. Kommentare und Feedback wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.